Über die Jahrhunderte hinweg hat der Jesuitenorden Kontroversen ausgelöst und ist Gegenstand zahlreicher Verschwörungstheorien geworden. Eine dieser Theorien konzentriert sich auf die Prophezeiung bezüglich des letzten Papstes und legt nahe, dass ein mit dem Jesuitenorden verbundener Papst ein bedeutendes Zeichen für das bevorstehende apokalyptische Zeitalter sein wird. Es gibt überzeugende Argumente, die darauf hinweisen, dass diese Prophezeiung derzeit beginnt, sich zu erfüllen. Um die aktuellen Ereignisse zu verstehen, müssen wir uns ins Jahr 1885 zurückversetzen, als die selige Anna Katharina Emmerich eine außergewöhnliche Vision über die Zukunft der Kirche hatte. Ihre Vision zeichnet ein düsteres Bild, in dem Menschen guten Willens, insbesondere Geistliche, weltweit misshandelt, gefoltert und eingesperrt werden. In diesem futuristischen Bild erscheint auch eine seltsame falsche Kirche, die ohne göttliche Aufsicht errichtet wurde, in Chaos und Spaltungen versunken ist und den Anschein erweckt, ein Werk menschlicher Hände und nicht höherer Mächte zu sein. Emmerichs außergewöhnliche Vision wird umso schockierender, wenn wir zeitgenössische Ereignisse in der Kirche analysieren. Wir beobachten zunehmende Kontroversen, doktrinäre Streitigkeiten und wachsende Spaltungen unter den Gläubigen. Viele dieser Konflikte scheinen durch menschliche Entscheidungen und nicht durch göttliche Führung verursacht zu sein. Einigen Forschern zufolge besteht die Gefahr, dass der aktuelle Papst, der mit dem Jesuitenorden verbunden ist, Änderungen einführen könnte, die im Widerspruch zu den traditionellen Lehren der Kirche stehen. Emmerichs Vision gewinnt daher an Bedeutung, wenn wir darüber nachdenken, welchen Einfluss die Jesuiten auf die Richtung haben könnten, die die katholische Kirche einschlagen könnte. Die selige Anna Katharina Emmerich verkündete durch ihre prophetischen Visionen das Herannahen dramatischer Konsequenzen im Zusammenhang mit der falschen Kirche und prophezeite, dass Heretiker zur Hauptstadt der katholischen Welt, Rom, strömen würden. Ihre Visionen zeichnen das Bild einer örtlichen Geistlichkeit, die in Lethargie verfallen ist, und moralische Dunkelheit, die sich wie ein Schatten über das Land ausbreitet. Was diese Prophezeiungen besonders betonen, ist das tragische Schicksal katholischer Gemeinschaften, die leiden werden, und viele Kirchen, die gezwungen sein werden, ihre Türen zu schließen. Die Visionen von Katharina Emmerich enthüllen eine Landschaft voller Kriege, Blutvergießen und wilder Menschenmengen, die Gewalttaten begehen. Diese Elemente sind ein integraler Bestandteil ihrer beunruhigenden Vorhersagen. Die Selige war Zeugin nicht nur der Ausbreitung der falschen Kirche, sondern auch des Zustroms verschiedener Heretiker ins Herz der katholischen Welt, nach Rom. Ihre Visionen zeigen die wachsende Gleichgültigkeit der örtlichen Geistlichkeit, die zur allgemeinen Dunkelheit beiträgt, der man nicht entkommen konnte. Emmerich zeigte auch die Verbindung zwischen zwei Päpsten und die tragischen Konsequenzen der falschen Kirche auf. Ihre Prophezeiungen beschreiben, wie die Authentizität der Kirche auf die Probe gestellt wird und die Tempel anstelle von Orten des Gebets und Kults zu Arenen der Sünde werden. Sie sah, wie die Dunkelheit den sakralen Raum erfüllte und die Kirche aufhörte, ein Heiligtum zu sein, und stattdessen zu einem Ort der Sünder wurde. Die Präsenz der falschen Kirche brachte Unglück sowohl für den Heiligen Vater als auch für die Kirche selbst. Die Visionärin wandte sich in ihrem mit Gebeten gefüllten Flehen an Gott um dringende Intervention sowohl am Tag als auch in der Nacht. Ihre Prophezeiungen werden somit nicht nur zu einer Warnung vor der kommenden Dunkelheit, sondern auch zu einem Appell um göttliche Hilfe angesichts der wachsenden geistigen und moralischen Krise, die nach ihrer Vision die katholische Welt ergreifen wird. Erfüllt sich gerade das Prophezeiung der seligen Anna Katharina Emmerich?
Dies ist der Moment, in dem Geschichte wirklich faszinierend wird. Es gibt die Überzeugung, dass die prophetischen Worte der seligen Anna sich auf die beiden letzten Päpste beziehen, Benedikt XVI. Und den aktuellen Papst Franziskus, den ersten jesuitischen Papst in der Geschichte. Die Jesuiten, als katholischer Orden, ernten sowohl Zustimmung als auch Kritik unter den Gläubigen. Es ist erwähnenswert, dass die selige Anna Katharina Emmerich nicht die einzige Persönlichkeit war, die ihre Bedenken in Bezug auf die Jesuiten äußerte. Marcus de Lafayette, ein französischer Staatsmann und General, wies auf die raffinierte und gefährliche Natur der römisch-katholischen Jesuitenpriester hin und schrieb ihnen sogar die Anstiftung zu Kriegen in Europa zu. Die Jesuiten haben über die Jahrhunderte hinweg Kontroversen ausgelöst, und ihr Einfluss auf historische Ereignisse war Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Eine faszinierende Facette im Zusammenhang mit den Jesuiten ist ihre historische Vertreibung aus verschiedenen Gebieten. Im 17. Jahrhundert wurden sie aus dem Portugiesischen Reich, den französischen Gebieten, den beiden Sizilien, Malta, Palästina, dem Spanischen Reich, Österreich und Ungarn vertrieben. Dieses Phänomen gab Anlass zu Spekulationen und Fragen über die Rolle der Jesuiten in den Gesellschaften jener Zeiten. Jetzt, aus der Perspektive der Zeit, analysieren wir die Prophezeiung der seligen Anna im Zusammenhang mit den Figuren der beiden letzten Päpste. Benedikt XVI. Löste mit seinem Rücktritt Erstaunen und Spekulationen über die Zukunft der Kirche aus. Sein Nachfolger wurde Papst Franziskus, der erste Jesuit auf diesem Posten. Dieses Ereignis lenkte die Aufmerksamkeit auf den Jesuitenorden und ihren möglichen Einfluss auf die Richtung, die die katholische Kirche einschlagen würde. Die gegenwärtige Situation in der katholischen Kirche wirft ein Licht auf die Bedeutung der Worte der seligen Anna Katharina Emmerich. Erfüllt sich diese Prophezeiung wirklich, oder handelt es sich vielleicht nur um einen Zufall und Interpretationssache? Jedoch das ist nicht alles. Es gibt eine weitere Prophezeiung, die Unruhe auslöst und besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Rede ist von der Prophezeiung des heiligen Malachias, die als äußerst beunruhigend erscheint. Die Vorhersagen dieses irischen Bischofs verknüpfen das Ende der Welt mit dem Pontifikat des Papstes. Gemäß den Visionen, die Malachias vorhergesagt hat, kündigt das Erscheinen des letzten Papstes das Herannahen der Apokalypse an. Besondere Beachtung verdient die Liste der Päpste, die einen bedeutenden Teil dieser Prophezeiungen ausmacht. Malachias hat die Anzahl der Päpste präzise festgelegt, nämlich 112, von denen der letzte das Ende ankündigen sollte. Die Frage lautet, wie viele dieser Päpste sind noch übrig, und wann, gemäß Malachias, wird die Apokalypse eintreten? Die Visionen des irischen Geistlichen rufen nicht nur Erstaunen, sondern auch Schrecken hervor. Malachias Prophezeiungen sind eng mit den Herrschaften im apostolischen Stuhl verbunden, und der Geistliche selbst hatte im Jahr 1139 in Rom eine Offenbarung erfahren. Damals verfasste Malachias seine Prophezeiung in Form einer Liste, auf der 112 Päpste aufgeführt sind. Jeder von ihnen wird kurz beschrieben, beginnend mit Celestin II. Als er diese geheimnisvolle Liste fertigstellte, beschloss er, sie dem damaligen Papst Innozenz II. Zu übergeben. Dieser Papst, voller Erstaunen und Unruhe, entschied sich dafür, die niedergeschriebenen Prophezeiungen in den Mauern der Vatikanischen Bibliothek aufzubewahren. Das Manuskript von Malachias wurde fast 400 Jahre lang im Geheimen gehalten, bis es 1590 entdeckt wurde.
In den Schriften von Malachias wurde eine Bedrohung im Zusammenhang mit dem Erscheinen einer Figur mit dem Titel Petrus Romanus auf dem Papstthron festgehalten. Gemäß Malachias Prophezeiung wird der Moment, in dem dieses mysteriöse Pontifikat beginnt, das verheerende Ende für Rom und die ganze Welt bedeuten. Die Präsenz dieser außergewöhnlichen Prophezeiung verursacht Unbehagen, da sie unausweichlich die Apokalypse ankündigt. Die Vision des Heiligen erzeugte Angst bei vielen Menschen, die darüber nachdachten, ob diese düsteren Vorhersagen tatsächlich eintreten würden. Die Tatsache allein, dass das Manuskript von Malachias für eine so lange Zeit versteckt war, brachte ein Element der Geheimhaltung in diese alte Überlieferung ein. Als es schließlich gefunden wurde, waren Erstaunen und Besorgnis unter denen, die mit seinem Inhalt in Berührung kamen, weit verbreitet. Es ist sinnvoll, über diese Prophezeiung nachzudenken, wenn man ihren historischen und religiösen Kontext berücksichtigt. Hat Malachias wirklich das endgültige Stadium des Pontifikats vorhergesehen? Ist seine Prophezeiung nur ein symbolisches Bild für Veränderungen in der Kirche? Dies sind Fragen, die viele stellen und versuchen zu verstehen, ob die Prophezeiungen von Malachias eine wörtliche Widerspiegelung der Realität sind oder nur eine Metapher für schwierige Zeiten, die kommen werden. Malachias erstellte eine geheimnisvolle Liste von 112 Päpsten, wobei die letzten 5 Kontroversen und unruhige Spekulationen hervorrufen. Nach Malachias symbolisieren diese Päpste entscheidende Phasen in der Geschichte der katholischen Kirche, und ihre Namen tragen eine besondere prophetische Bedeutung. Es gibt jedoch ein Problem mit dieser Liste, das einen Schatten des Zweifels über die Genauigkeit der Prophezeiung wirft. Der erste der letzten 5 auf Malachias Liste ist Flos Florum oder Blume der Blumen, identifiziert mit Papst Paul VI. Als nächstes kommt De Mediate Lune oder vom Halbmond, bezogen auf Papst Johannes Paul I. Dann erscheint De Labore Solis oder vom Mühen der Sonne, symbolisierend das Pontifikat von Johannes Paul II. Die nächsten beiden Figuren sind Gloria Olive oder Ruhm der Olive, verbunden mit Benedikt XVI. Und Petrus Romanus oder Petrus, der Römer, dessen Interpretation die meisten Unsicherheiten hervorruft. Das Problem beginnt, wenn wir die Namen der Gegenpäpste in die Liste aufnehmen. Dann wird klar, dass Franziskus, der derzeitige Papst, der vorletzte oder sogar der letzte Nachfolger des heiligen Petrus sein könnte, wenn wir auch ihre Namen berücksichtigen. Allerdings, wenn wir die Gegenpäpste ausschließen, bräuchte Malachias mindestens 10 weitere Namen, damit seine Prophezeiung eintreten könnte. Malachias bediente sich in seiner rätselhaften Liste der letzten Päpste kurzer Beschreibungen. Dazu gehörten Figuren wie Papst Johannes Paul I., der aufgrund der Kurzlebigkeit seines Pontifikats, das nur 30 Tage dauerte, als vom Halbmond bezeichnet wurde. Dann haben wir Papst Johannes Paul II., der von der Arbeit der Sonne genannt wurde aufgrund seiner intensiven Pilgerreisen weltweit. Der Ruhm der Olive sollte Papst Benedikt XVI. Sein, eine Anspielung auf die Tradition des Benediktinerordens, bei dem der Olivenzweig eines der Symbole ist. Bei der Betrachtung dieser Beschreibungen taucht jedoch ein gewisses Dilemma auf. Einige Forscher schlagen vor, dass Johannes Paul II. Der 100. oder sogar der 95. Papst auf Malachias Liste gewesen sein könnte. In diesem Fall könnte seine Beschreibung in der Prophezeiung als Pilgerpapst für seine zahlreichen Reisen oder als Kreuz des Kreuzes im Zusammenhang mit Attentaten auf sein Leben interpretiert werden. Was ist dann mit Papst Franziskus?
In einer neuen Interpretation könnten seine Beschreibungen die Titel Hund und Schlange oder Licht im Himmel umfassen. Entsprechen diese Beschreibungen dem Charakter des aktuellen Papstes? Im ersten Fall könnten Hund und Schlange Tiere, die mit der franziskanischen Tradition in Verbindung stehen und die der heilige Franziskus beschützt haben soll, eine symbolische Anspielung auf den Geist von Franziskus sein, der auf Demut und Einfachheit fokussiert ist. Auf der anderen Seite könnte Licht im Himmel die Offenheit des Pontifikats für neue Ideen und den Blick in die Zukunft mit Hoffnung symbolisieren. Diese neuen Interpretationen erinnern uns an die vielschichtige Natur von Prophezeiungen und ihre Neigung, sich flexibel an verschiedene historische Kontexte anzupassen. Letztendlich bleibt die Frage offen, ob Malachias die genaue Reihenfolge der Päpste vorhergesehen hat oder ob er lediglich rätselhafte Bilder geliefert hat. Die Zukunft und das Ende der Welt sind Themen, die die Menschen seit Jahrhunderten zu Spekulationen, Prophezeiungen und Versuchen inspirieren, das unvermeidliche Schicksal der Menschheit zu verstehen. Die Hinweise in den Lehren Christi scheinen jedoch auf die Notwendigkeit der Vorsicht im Umgang mit diesem Thema hinzuweisen. Täuschend und irreführend sind alle Versuche, das Ende der Welt präzise vorherzusagen, und die Worte von Jesus Christus erinnern uns an die Notwendigkeit von Demut und Glauben angesichts der unvermeidlichen Geheimnisse des göttlichen Plans. Jesus betonte während der Verkündigung des Evangeliums die grundlegende Bedeutung der Verbreitung der frohen Botschaft vom Reich Gottes auf der ganzen Erde. Er prophezeite, dass das Ende erst eintreten würde, wenn dieses erlösende Werk die ganze Welt umfasst. Wir sollten auch an andere Bibelprophezeiungen denken, von denen viele noch nicht erfüllt wurden und das Ende erst noch bevorsteht. Jesus ruft uns zur missionarischen Aufgabe auf, zur Verkündigung der Liebe und des Heils, und erinnert uns an die Rolle, die jeder Gläubige bei der Umsetzung dieses großen Plans spielt. Gleichzeitig warnt uns Jesus vor konkreten Terminen und Momenten. Im Evangelium nach Markus lehrt er, dass niemand den Tag oder die Stunde kennt, sondern nur der Vater diese Geheimnisse kennt. Christus erinnert uns an die Grenzen menschlichen Wissens und an die Notwendigkeit, dem göttlichen Plan zu vertrauen. Diese Erinnerung schneidet uns von Fragen nach Vorhersagen und konkreten Momenten ab und konzentriert uns darauf, die Bedeutung unserer Präsenz auf der Erde im Kontext der Treue zum Evangelium zu verstehen. In der heutigen Welt, in der Unsicherheit und Fragen zur Zukunft allgegenwärtig sind, lenken uns die Lehren Christi in Richtung bescheidener Dienstbereitschaft und missionarischer Aufgabe. Anstatt sich das Leben mit unnötigen Spekulationen zu erschweren, ist es sinnvoll, sich auf die Lehren Jesu zu konzentrieren, die die Liebe zum Nächsten, die Verbreitung der frohen Botschaft sowie Frieden und Gerechtigkeit auf Erden betonen. Das Verlangen, die Zukunft zu kennen, insbesondere das Datum des Weltendes, ist ein anhaltendes Phänomen unter den Menschen, das ihre Neugier und ihre Suche antreibt. Angesichts des mysteriösen Unbekannten suchen viele nach Antworten in Horoskopen, verschiedenen Prophezeiungen oder suchen Hellseher und verschiedene Scharlatane auf. Der Katechismus der katholischen Kirche warnt jedoch deutlich vor solchen Praktiken und bezeichnet sie als gottlos und sündhaft. Im christlichen Kontext umfasst Vertrauen in die göttliche Vorsehung und eine gesunde Herangehensweise, sich Gott anzuvertrauen, die Zukunft in seine Hände zu legen und eine ungesunde Neugier in diesem Bereich abzulehnen. Der Katechismus betont, dass Gott die Zukunft seinen Propheten oder Heiligen offenbaren kann, aber die christliche Herangehensweise sollte auf vollem Vertrauen in Gott beruhen, anstatt der Versuchung nachzugeben, das zu versuchen und zu kontrollieren, was erst noch kommen wird.
Unabhängig von der Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit von Prophezeiungen wie den Prophezeiungen des heiligen Malachias, ist es wichtig zu betonen, dass das christliche Leben nicht nur von momentanen Vorhersagen geleitet werden sollte, sondern von einer ständigen Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Als Gesellschaft, die bereits seit 2000 Jahren auf die Parousie wartet, also das zweite Kommen Christi, sind die Christen aufgerufen, gemäß dem Evangelium zu leben, unabhängig davon, ob die Tage schwer oder leicht sind. Indem sie das Ende der Welt allein in die Hände der Vorsehung legen, werden die Christen ermutigt, Liebe zu ihrem Nächsten zu zeigen, den Bedürftigen zu helfen und das Evangelium zu verkünden. Dieses Engagement in der gegenwärtigen Zeit, voller Hoffnung und Liebe, bildet den Kern des christlichen Lebens.